Hallo, ich bin's wieder, Sam Spicy, back from the hell. Ja, heute habe ich gedacht, so machen wir mal wieder ein bisschen Scheiße. Also habe ich gedacht, wir essen mal einen Burger, einen etwas schärferen Burger. So. Den möchte ich euch aber zeigen, wie ich den mache. Und deshalb habe ich hier ein paar Sachen auf dem Teller und hier etwas Soße. Zum Beispiel haben wir hier Mayonnaise mit Rapsöl oder einen guten alten McDonald's Ketchup. Ja, aber das ist ja nicht alles, sondern bis jetzt habe ich es noch nicht gemacht gehabt. Wir hatten uns ja diese kleine Flasche hier bestellt. Man kann sie mal schütteln. Man nennt sie... es muss ein bisschen geschüttelt werden. Ansonsten kann es nicht funktionieren. Das sind die Power Drops. Moment, ich kann euch das vielleicht mal so zeigen. Ich habe mich mal hier hinten in die Ecke gepflanzt. Damit man mich auch mal ein bisschen was besser hier sieht. Und zwar... sind das die Power Drops, sind 3 Milliliter drin, Scovilla 1 Million. Also Scovilla, extrem scharf, wow, da habe ich richtig Schiss vor. Leider nicht, aber gut. Dann wollen wir mal anfangen. Ich habe zwar hier einen Teller vorbereitet und hier haben wir den Paddy. Ich nehme erstmal etwas Mayonnaise. Und tue erstmal ein bisschen Mayonnaise hier drauf. Und natürlich habe ich hier irgendwo den anderen Paddy noch. Hier, ein bisschen Salat. Ja, vielleicht werde ich ja irgendwann mal Veganer am nächsten Leben. Wer weiß das schon. Und auf die andere Seite hier tun wir ein bisschen Ketchup. Allerdings vom Mc's. Wie gesagt, legen wir mal hier hin. Müssen wir erstmal streichen. Ein bisschen streichen. Ich habe mal probiert, Maler und Lackierer zu lernen, aber ich finde das besser, so zu streichen, übers Brötchen. Und natürlich auch den wunderbaren McDonald's Catchy. Ein bisschen streichen. Dann habe ich hier Putenbrust. Legen wir einfach mal hier drauf. Wir sind ja nicht zimperlich. Ja, stinkt auch schon ein bisschen. Kommt ja schon fast in die Reckless Eating Kategorie rein. Aber uns soll es jetzt egal sein. Bisschen Salat. Auch drauf. Ich würde sagen, so sieht es ganz gut aus. Dann haben wir hier... paar Zwiebeln, die roten aber, rote Zwiebelchen, tun wir hier drauf, auch alles drauf. So, und jetzt kommt der Clou, und zwar habe ich hier noch 2 oder 3 Chili Cheese Nuggets. Die kommen auch einfach hier drauf, in die Mitte. So. Und dann Patties. Mit ein bisschen Käse drauf. Die drehen wir jetzt so um. Tun die auch hier drauf. Am besten wir machen so. Damit es auch ein bisschen ekelhaft ist. Dann haben wir hier noch eine kleine Peperoni. Da schneiden wir ein bisschen. Weil, scheiß auf die Peperoni. Die kommt hier drauf. So, und dann
Die gute Soße, ne? Oh, sogar mit einem Stiel. Mit einem kleinen Stiel. Okay. Dann, seht ihr ja hier, ist die Scheiße. Dann tun wir hier mal ein bisschen drauf, wa? Aber irgendwie kommt nichts. Soll ich vielleicht so machen? Oder muss ich hier irgendwo drücken, oder was? Oder wie, oder was? Ja, ist doch Blödsinn hier mit dem Ding hier. Tun wir einfach so drauf, wie üblich, ne? Ja, was sagen wir denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6 und ein bisschen streichen. Denn alle guten Dinge sind 7. Und ja, dann tun wir das so hier drauf und drücken ein bisschen runter so. Ja, ich würde nicht gerade sagen, dass das jetzt der allerbeste Burger ist, so nach dem Aussehen her. Aber mir ist es egal. Also, sage ich jetzt einfach mal, Bon Appetit! Schon wieder alles fällt runter. Da fällt schon wieder alles runter. Oh Mann, ey. Oh Mann. Diesmal ohne Musik. Scheiß drauf. Aber es geht. Der Geschmack nicht so widerlich, dann wird es ja noch gehen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Soße schmeckt richtig nach Arsch. Hey, fällt mir auseinander hier halt.
Eine Million Scoville, oder? Ein Scherz. Wir verschlucken mal die Chili Cheese Nuggets raus. Ihr wisst ja, Milch ist verboten. Aber wir haben ja ein Bier. Das darf man trinken. Also, Salute. Salute! Ein Pepperoni. Oh man. Die Leute sagen immer, lass die Musik aus, erzähl mal lieber was. Aber wenn es sehr scharf ist oder zumindest durch die Schärfe so ekelhaft, kann man schlecht irgendwas erzählen. Tränchen aus dem Auge raus. Die Frage ist, warum? Manchmal hat man halt ein bisschen von den Tropfen drauf auf der Frikadelle. Das ist voll ekelhaft, Mann. Es geht doch nicht mal um die Schärfe, Mann. Das ist einfach nur ekelhaft. Ha.
Alter. Last bite, fuck you. Du scheiß Burger. It's so dry, so dry. Some tastes are so disgusting. I can't explain it.
Wow. This was not a delicious burger. Wow. But you see, I have done it. My nose is running. My mouth is on fire. But I kill that little bastard here. 1 million Scoville units. Pah. I fuck it. So, wow, Sam Spicy with a nice burger challenge. When I don't do the drops on the burger, maybe it's delicious. But this was a nice, nice disgusting bullshit. So, sorry, another. What's that? A little bit salad in my beer. This was Sam Spicy with a 1 million power drop burger challenge. Thank you for watching. Let me a thumb there when you like it or subscribe me. Auf Deutsch nochmal. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einfach einen Daumen da. Ich finde, einen Daumen habe ich auf jeden Fall verdient. Sam Spicy says, have a nice day. Schönen Tag noch. Bye.